Konnichiwa, minasan. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute bin ich, ihr könnt im Hintergrund sehen, Makimuku. Das ist ein richtig, richtig kleiner Ort in Nara, mitten hier wieder irgendwo in der Pampa. Und hier gibt es aber sehr, sehr interessante Sachen. Werde ich euch gleich genauer erzählen, so eine schöne Ausgrabungsstätte und alles. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Bahnhof hier an. Denn hier ist niemand. Das ist wirklich so ein kleiner Bahnhof, sodass das Einzige, was es hier gibt, um rauszugehen, dieser kleine Schalter ist. Da legt man seine Karte drauf oder da kauft man ein Ticket, meinetwegen. Hier ist keine Schranke, hier ist nichts. Die vertrauen einfach darauf, dass man wirklich seine Karte auch da dran hält. Das werde ich jetzt machen und dann werden wir diese Gegend hier erkunden. Ihr habt es in den Aufnahmen, glaube ich, gut erkennen können. Wir sind wirklich komplett auf dem Land. Umgeben von Feldern, wenig Häuser, aber hier im Hintergrund zum Beispiel das Yasuka-Kohen. Ein Kohen, also ein Schlüssellochgrab, was auch relativ groß ist, hier auf dem Makimuku Iseki, so heißt das Ganze. Was ist Makimuku Iseki, fragt ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Das ist eine Ausgrabungsstätte im Grunde. Was heißt Ausgrabungsstätte? Ihr seht, hier wird jetzt gerade nicht wirklich was ausgegraben. Aber das ist eben hier auf dem Ort, an dem wir jetzt stehen. Das ist eine 1,5 mal 2 Kilometer Fläche, auf der man eben diese Kohuns hier gefunden hat. Unter anderem auch das Hashihaka Kohun. Über das habe ich euch im letzten Vlog schon ein bisschen erzählt, als wir auf den Spuren des Jinmu Tenno waren. Und da werden wir gleich auch noch hingehen. Das ist das älteste Kohun seiner Art, also in dieser schönen Schlüsselloch vorn, oben mit dem runden Kreis und unten, ne, mit diesem, so dass es aussieht wie ein Schlüsselloch. Das Hashihaka Kohun ist wirklich das älteste und das größte, was man gefunden hat in Japan seiner Art. Da werden wir gleich hingehen. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass hier in der Umgebung die erste Stadt Japans war, also die erste richtige Stadt im Yamato-Reich. Yamato-Seiken heißt das auf Japanisch. Das ist eben ja das Yamato-Reich. Und ne, da ist der Jinmu Tenno, der erste Tenno Japans, haben wir ja schon mal gehabt. Der soll nach Kashihara gekommen sein. Da waren wir im letzten Vlog und soll sich dort ja zum Jinmu Tenno gekrönt haben. Man vermutet aber, dass es eventuell nicht Kashihara war, sondern dass es hier war, in Makimuku. Warum? Weil man hier eben durch Ausgrabungen eine ganze Menge auch an Jomon-Artefakten und so gefunden hat, von denen man ausgeht, dass die aus Kanto stammen und irgendwie hier hingelangt sind. Und weil man hier auch eine Menge, also von diesem Makimuku Iseki, ne, von dieser ganzen Fläche hier, sind leider bisher nur 5% überhaupt ausgegraben. Die anderen 95%, die noch nicht. Ich meine, ihr seht, hier sind überall Felder, es gibt ein paar Häuser. Da kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, ach ja, scheiß mal auf die Felder, wir graben da einfach mal komplett alles um hier und gucken, ob wir was finden. Das machen die halt auch nicht. Ich denke, das wird halt nur gemacht, wenn man an einem speziellen Ort wirklich sehr, sehr eine starke Vermutung hat, dass da auch was liegt. Auf jeden Fall innerhalb dieser 5% hat man eine ganze Menge an Hinweise darauf gefunden, dass das hier in der Umgebung, was man heute ja gar nicht glauben kann, eine richtig fette Stadt war. Also für damalige Verhältnisse eben. Und man hat Hinweise darauf gefunden, dass eventuell auch hier der erste Schrein in dieser Region, sage ich jetzt mal, früher gebaut worden ist. Und da geht man dann wieder davon aus, okay, vielleicht ist das der Kashihara Jingu, von dem im Kojiki, also in den alten Schriftwerken, die Rede ist. Vielleicht war das hier und dieser Schrein ist einfach verloren gegangen dann über die Jahrtausende ja mittlerweile. Und man könnte ihn eventuell durch die Ausgrabungen hier wieder rekonstruieren oder was weiß ich nicht alles. Und deswegen geht man auch davon aus, dass das Hashihaka Kohun, zu dem wir uns jetzt auf den Weg machen werden, nicht das Grab ist von der Tochter des siebten Tennos, da werden wir gleich auch nochmal zukommen, sondern dass das eventuell das Grab vom ersten Tenno Japans, dem Jinmu Tenno ist. Dass er nicht in Kashihara angekommen ist, sondern hier in Makimuku. Und das Makimuku, vielleicht früher haben die das hier mal Kashihara genannt oder so, das kann natürlich sein, weil Kashihara ist jetzt auch nicht so weit weg. Das ist eigentlich nebenan. Und ja, jetzt machen wir uns auf jeden Fall erstmal auf den Weg, würde ich sagen, zum Hashihaka Kohun, dem größten und ältesten Kohun
seine Art, was man gefunden hat. Das, was Weltkulturerbe geworden ist im Süden von Osaka, ist noch ein bisschen größer, aber das ist erst viel später entstanden. Nun gut, Leute, ich bin gespannt, Mann. Ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also es ist ein super, super ruhiger Ort. Wirklich mega ruhig. Hier ist nichts. Man hört ein paar Grillen oder so ein paar Insekten. Man sieht ein paar Vögel vorbeifliegen. Hier ist einfach nichts. Das ist einfach so heftig in der Pampa hier und soll früher so ein unglaublich wichtiger Ort sein. Also die Wiege Japans, sagen einige auch, weil mit dem Reich Yamato eigentlich das moderne Japan, was wir dann so kennen, ne, danach kam die Nara-Zeit und alles, damit hat das eigentlich alles so wirklich angefangen auch. Und ja, es ist einfach Wahnsinn. Und ich frage mich, was hier unter meinen Füßen alles liegt. Ob da noch irgendwelche Artefakte liegen oder sonst irgendwas. Es ist halt schon spannend irgendwie, aber also so ländlich hätte ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Für so einen wichtigen Ort. Leute, die schreiben da Nihon Ichi Taiyaki. Die meinen, da gibt's die besten Taiyaki in ganz Japan. Das muss ich ja eigentlich mal testen, ne? Ich liebe Taiyaki, diese Teigfische. Leute, wir gehen da, ich gehe da jetzt rein, ich gehe mal einen holen. Wir testen das jetzt ganz spontan, während wir auf der linken Seite das Hashihaka Kofun bewundern können. Erstmal Taiyaki essen. Leute, ich war jetzt da drin. Ich habe mir dieses Taiyaki-Ding jetzt hier geholt und wir werden das jetzt probieren. Im Hintergrund seht ihr das Hashihaka Kofun, Leute. Da ist es. Wir sind angekommen. Aber jetzt erstmal den Taiyaki probieren. Ich habe einen mit Castado genommen. Also Custard Cream oder so heißt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Warum habe ich den genommen? Weil ich den immer nehme. Und so kann ich das am besten vergleichen, ob es wirklich auch der beste ist. Vom Teig her außen ist schon mal ein bisschen kross. Sieht schon mal sehr gut aus. Itadakimasu. Oh, der ist echt gut, Leute. Oh, ich glaube, wir sind an irgendeinem wichtigen Stein vorbeigelaufen. Warte, was haben wir denn hier? Ah, okay. Der sagt, das ist ein großer See. Ja, dann sehe ich auch so. Da brauche ich keinen Stein für. Boah, mega gut. Also die Castado Cream ist sehr lecker. Der Teig ist noch ein bisschen hart, so dass er ein bisschen Bissfeste mit drin hat. Ob das jetzt wirklich der beste Taiyaki Japans ist, das kann ich schwer sagen. Dafür habe ich zu wenig gegessen. Nee, aber er ist schon, also er hat schon ein hohes Level. Er hat schon ein sehr hohes Level, würde ich sagen. Also normalerweise sind mir Geschäfte immer ein bisschen, ja, dubios. Die sagen, ne, wir haben die besten Taiyaki. Dann gibt es viele Geschäfte, die sagen, wir haben das beste Meronpan in ganz Japan. Aber der, okay, der hält, was er verspricht. Der ist wirklich lecker. Der Taiyaki ist jetzt verspeist, Leute. Im Hintergrund haben wir eine relativ gute Sicht auf das Kofun. Das Problem bei Kofuns ist natürlich immer, wenn man kurz davor steht, dann erkennt man nicht wirklich was, außer Bäumen. Ja? Aber wenn man die von oben sieht, zum Beispiel auf Google Maps kann man das sehr gut sehen, dann sieht man diese spezielle Form und dann versteht man, glaube ich, auch so ein bisschen, was an dem besonders ist. Das hier hat eine Länge von 278 Metern und ist wirklich das älteste Schlüssellochgrab in dieser Schlüssellochform, was man in Japan gefunden hat. Und dieses Grab hier soll, oder da drin soll angeblich die Tochter des 7. Kaisers von Japan leben. Und das ist natürlich, wenn man vor dem Hintergrund, dass das älteste ist, eines der größten. Und dann hört man, dass die Tochter des 7. Tennos da drin lebt. Dann denkt man sich, wer ist das denn? Und die war halt auch überhaupt gar nicht wichtig. Das heißt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass das wirklich der Fall ist. Es steht zwar im Nihon Shoki, dass das so sein soll. Aber wir wissen ja, dass Nihon Shoki ist für die Ausländer geschrieben worden. Also für, ja, die Chinesen, die Koreaner, wen auch immer. Um eben zu zeigen, jo, das ist Japan. Vielleicht wollte man auch einfach verschleiern, dass das hier ein super, super wichtiges Grab ist, damit nicht irgendwie die Ausländer hingehen und sagen, jo, wir gehen mal zu dem Grab und nehmen uns das. Der Name ist auch relativ interessant, das heißt ja Hashihaka und Hashi, die Kanji stehen für Ohashi, also die Essstäbchen. Das heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, dann ist das das Stäbchengrab. Und die Geschichte, warum das so heißen soll, die ist so dermaßen absurd, finde ich persönlich. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Geschichte findet. Und zwar die Tochter des 7. Tennos, die soll gestorben sein, dadurch, dass sie
Und fragt mich nicht, ob sie es selber war oder wer auch immer, Stäbchen in ihre Geschlechtsteile gerammt bekommen hat. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich die offizielle Version, könnte man vielleicht so sagen. Ich weiß ja nicht, was die Japaner früher da irgendwie für Sexualpraktiken oder so hatten, aber ja, das ist die Theorie. Und deswegen soll das Stäbchengrab heißen, also Hashiaka Kofun. Wenn er mich fragt, klingt das ziemlich absurd und nicht wirklich glaubhaft, aber das ist halt die offizielle Version. Und derjenige, der Tenno, der als der Tenno gilt, der das Yamato-Reich gegründet hat, das ist der Tsujin-Tenno. Das ist der 10. Tenno Japans. Und der Jimmu-Tenno ist eben der erste Tenno Japans hier in der Umgebung geworden sein soll. Jetzt denkt man sich natürlich, okay, da kommt der Jimmu-Tenno, der kommt aus Miyazaki hier nach Yamato, hat einen unglaublich weiten Weg zurückgelegt, hat unglaublich viele Feinde besiegt, war also ein richtig krasser Typ. Und er wird irgendwie 200 Jahre alt angeblich und dann schafft das nicht, das Land zu gründen, obwohl er der erste Tenno war. Und die Leute müssen ihn ja irgendwie anerkannt haben, weil wenn der nicht angekannt wird, ich kann ja auch sagen, jo, ich bin der erste Nihongo-Kaiser. Und wenn ihr nicht sagt, jo, du bist der Nihongo-Kaiser, dann interessiert es niemanden, ob ich das sage oder nicht. Und dann ist irgendwie 9 Tenno, also 8 Tennos passiert erstmal gar nichts. Und dann der 10. Tenno ist der hier das Reich gründet. Ist auch alles ein bisschen unlogisch. Deswegen geht man davon aus, habe ich im letzten Vlog ja auch schon mal gesagt, Jimmu Tenno, der erste, und Tsujin Tenno, der 10., sind ein und dieselbe Person. Denn was auch interessant ist, der Tsujin Tenno hat auch ein Grab hier in der Nähe. Das ist auch ein Schlüssellochgrab. Das ist aber nur 242 Meter groß, also lang. Und es ist natürlich komisch, dass die Person, die als Reichsgründer gilt, dass die nicht das heftigste Kofun in der Region bekommt, in der sie gewirkt haben soll, sondern dass die Tochter vom 7. Tenno Japans das heftigste Kofun bekommt, das älteste und das größte und das heftigste. Und der Tenno, der Kaiser, der halt eigentlich der wichtigste ist, der das alles gegründet hat, der wahrscheinlich auch der erste Tenno war, also Jimmu Tenno, der bekommt halt eins, was auch ansehnlich ist, aber was halt viel kleiner ist und nicht so spektakulär und nicht so alt. Das ergibt wenig Sinn. Und deswegen geht man halt davon aus, oder ist die Theorie, dass hier der Tsujin Tenno und gleichzeitig der Jinmu Tenno, weil es ein und dieselbe Person sind, dass die hier liegen. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, nee, hier liegt die Königin, Kaiserin Himiko. Ja, das ist eine Kaiserin, oder was heißt eine Kaiserin? Eine Königin, eine Herrscherin, könnte man sagen, die in chinesischen Texten beschrieben wird. Das Problem ist nur, es gibt keinerlei archäologische Funde oder sonstiges in Japan, sodass das halt wirklich eine Theorie ist. Man weiß, das steht in chinesischen Texten. Man findet aber hier nichts, was das irgendwie stützen könnte. Weshalb eigentlich gesagt wird, nee, die Chance, dass die hier liegt, ist relativ gering. Die Chance, dass es sie überhaupt gab, ist noch geringer. Wissen wir nicht so wirklich. Ich persönlich finde die Theorie, dass hier der Jimmu Tenno und der Tsujin Tenno, also dass es eine und dieselbe Person sind und dass die hier liegen, finde ich persönlich am plausibelsten, ehrlich gesagt. Auch vor dem Hintergrund, wenn man sich anguckt, hier mit Reichsgründung, hier bei Makimuku wahrscheinlich der erste richtige Schrein. Das würde mit der Beschreibung vom Jimmu Tenno übereinpassen. Das größte Grab für den ersten Kaiser. Das ergibt halt alles irgendwo Sinn. Ne? Und wenn man sich dann noch ins Gedächtnis ruft, dass die Regierung, die für das Kaiserhaus zuständig ist, halt einfach sagt, ja, hier liegt der, da liegt der. Da kann man halt auch selber ein bisschen raten und die Vermutung finde ich gar nicht so abwegig. Nun gut, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen hin. Ich habe schon wieder viel zu lange gelabert. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das immer interessant findet. Ich finde das super interessant. Ich kann mich dafür mega begeistern. Ich laufe ja auch schon wieder durch die abgeschnittene Botanik am Boden. Da haben die das Gras zwar geschnitten, aber es ist immer noch Botanik. Und auf geht's, Leute. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Auch wenn man natürlich nicht super viel sehen kann. Man darf es auch nicht betreten. Es ist streng verboten, das zu betreten. Obwohl ich eben eins gesehen habe, da war eine Treppe hoch. Aber an der Treppe, die nicht abgesperrt war, stand, da darf man nicht reingehen. Das ist Privatgrundstück. Und es gibt Überwachungskameras. Ich denke mir, dann sperrt die Treppe doch ab. Mann, das ist so einladend. Da will man doch reingehen. Nun gut, lass mal gehen. Lass mal gucken.
Was ich persönlich auch interessant finde, ist, dass dieses Grab halt wirklich, ihr seht, komplett am Straßenrand steht. Also man könnte da einfach hochklettern, da ist ja noch nicht mal ein hoher Zaun oder so, könnte da einfach reingehen und anfangen zu graben und was weiß ich nicht alles. Das ist halt so überhaupt nicht geschützt, so wirklich. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich auch irgendwie super interessant, dass das einfach so ist. Und wenn man jetzt nicht wüsste, dass das hier ist, und man stellt sich vor, hier in der Umgebung wäre die Straße und es würde einfach Bäume wachsen und so, dann würde man wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass es das ist. Das würde einfach in der Verwilderung untergehen. Und nur wenn man von oben halt drauf guckt, sieht man, ah, da ist eine Schlüssellochform oder so. Also das finde ich halt auch interessant, wie man das eigentlich gar nicht merkt, dass es da ist. Hier wieder das gleiche, Leute. Hier schreiben sie drauf, nee, ohne Erlaubnis darf man nicht rein. Guckt euch das an. Neben dem Tor, was ein fettes Schloss hat hier. Ja, da kann doch jeder durchgehen. Das ist doch kein, come on, das ist doch keine Absperrung, Mann. Das ist doch keine Tür, Mann. Das ist eine Einladung. Wofür braucht man das Schloss, wenn man einfach links daneben durchgehen kann? Leute, ich verstehe es nicht. Das ist doch nicht geschützt hier. Leute, hier im Hintergrund seht ihr einen riesen Todi. Das ist das Todi vom Omiwa Jinja. Im Omiwa Jinja war ich mit Mayu zusammen schon mal. Da gibt's auch einen Vlog hier auf dem Kanal von. Das ist der Schrein oder einer der Schreine, der halt am ältesten ist in Japan. Also der Omiwa Jinja gilt bei vielen sogar als der älteste Schrein. Ist relativ interessant. Könnt doch mal reingehen, sind doch super viele Leute. Wir haben heute Sonntag und die Leute pendeln zum Omiwa Jinja. Das ist unfassbar. Aber da merkt man eben auch, wie wichtig der ist und welche Bedeutung der hat. Und beim Hashihaka Kofun, ja, wo eventuell der Jinmetenno liegt, da ist niemand, da war nur ich. Also es ist super interessant, Leute. Damit endet auch unsere kleine Reise schon wieder. Es war super interessant, hier durchzuspazieren. Ich kann euch das nur empfehlen. Es ist eine sehr, sehr ländliche Gegend. Es ist super, super ruhig. Es gibt eine Menge an interessanten Städten wie die Kofuns, eine Menge an Schreinen. Wir waren in vielen Schreinen heute auch gar nicht, weil ne, die sind dann alle in Bergrichtung. Das ist nochmal eine andere Tour, beziehungsweise habe ich das mit Mayu ja auch schon ein bisschen gemacht. Also Nara, der Süden von Nara, so ein bisschen unter der Nara-Stadt, wo der fette Buddha sitzt und so. Ist so interessant, Leute. Und vor allem darf man nicht vergessen, man läuft hier auf Erde, in der früher, die vor 2000 Jahren unfassbar wichtig war für die Japaner. Hier ist eine Menge abgegangen. Das war ein mega wichtiger Ort. Und wahrscheinlich hier unter den Füßen, unter den Feldern, wenn man da richtig graben würde, würde man wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge an ganz interessanten Artefakten und so finden. Das darf man wirklich nie vergessen und das muss man sich, finde ich, bewusst machen, wenn man hier langläuft. Und dann ist es nochmal eine ganz andere Atmosphäre und nochmal irgendwie ein bisschen magischer. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant. Es waren ein paar schöne Bilder für euch da von der Umgebung hier. Ich mag das immer. Ich liebe das, hier spazieren zu gehen. Es war mal sehr ruhig. Ja, so ein richtig schöner, ruhiger Sonntag. Ne, ein bisschen besinnlich. Man konnte über ein paar Sachen nachdenken. Schöne Dinge sehen, interessante Städte. Und das ist halt auch so ein Teil von Japan, den ich sehr, sehr liebe. Diese Atmosphäre einfach. Nun gut, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne eure Gedanken zum heutigen Vlog in die Kommentare. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch eine Menge Links, über die ihr mich unterstützen könnt. Wir haben einen Online-Shop. Es gibt Rabattlinks zu meinen Online-Kursen. Schaut da gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.